Moin, Leute, da sind wir wieder. Ja, der Zombie-Pigman. Wir haben ihn ja schon gehört, oder ich habe ihn gehört. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gehört habt. Auf jeden Fall hat irgendwer irgendwas gehört und wir gehen jetzt einfach mal nachgucken. Da ist er. Da ist Kollege Zombie-Pigman. Mäh, puff. Mäh, puff. Hast du Gold gespawnt? Natürlich nicht, Leute. Wie hätte es auch anders sein können? Ja, dabei fällt mir noch was ein. Ich wollte hier unten das eigentlich anders machen. Das gefällt mir alles so nicht. Also als allererstes bauen wir erstmal Steine. Dann dübeln wir uns hier mal ein bisschen durch die Gegend. Und ich habe da auch schon so einen Plan im Kopf. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir dafür genügend Glas haben. Also ihr werdet sehen, es wird etwas mit Glas werden. Ja, da sind wir hier schon richtig. Wollen das auch das Ganze gar nicht so groß anlegen oder so groß machen. Also ein so großes Gebiet. Es soll recht klein und überschaubar sein. Und ein bisschen Sand haben wir ja, glaube ich, noch. Also das müsste mit dem Glas schon hinkommen, dass wir das irgendwie gebacken kriegen. Ja, die ganzen Halbstufen, da habe ich mir dann auch nochmal überlegt, dass wir das auch nochmal anders machen werden. Und bei den Schleusentüren, die sind dann nämlich eigentlich total überflüssig. Die Halbstufen, die wir da verbaut hatten mal. Aber was soll's, es sah halt schön aus, aber da werden wir dann halt die Halbstufen einfach mal austauschen gegen ganz normale Blöcke und dann passt das halt auch. So. Ja, sieht doch gar nicht schlecht aus bisher. Eisentüren werden wir natürlich auch noch verbauen. Ja, da sind wir jetzt auch einmal rum. Das ist schön. Dann würde ich sagen, machen wir uns erstmal auf die Socken. Wir besorgen uns erstmal Eisen. Aber bevor ich es ganz vergesse, da bauen wir jetzt hier hinten nochmal schnell die Halbstufen raus und bauen ganz einfach ganz normale Steine rein. Ich weiß auch nicht, warum ich damals da Halbstufen reingebaut habe. Also das ist, frage ich mich im Augenblick wirklich, warum habe ich da Halbstufen reingebaut? Also es gehen ja auch ganz normale Steine. So, zack, 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 schnell die Leitung wieder verlegen. So. Funzen tut noch alles. Wunderbar. Ja, da hinten sehe ich schon wieder die Creeper-Meute drin rumstehen. Immer schlecht, da muss man dann immer mit dem Bogen draufballern. Sonst hat man da gleich immer so viel Spaß in der Falle. Wir könnten auch bei Zeiten nochmal schnell, wenn wir hier sowieso mit dem Minecart unterwegs sind, nochmal schnell was einwerfen. Ja, unsere ortstreue Kuh, sie ist übrigens doch immer noch da. Also das war jetzt, als ich den Steg gebaut hatte, sagte ich ja, ich sehe sie gar nicht, nicht, dass sie weg ist. Nein, sie ist noch da. Glas. Ich glaube, hinten in den Öfen war nichts mehr drin. Da hatten wir ja nur Steine gebraten. Oh, schön, die Minecraft-Musik setzt auch ein. Aber wir haben hier noch Glas, wir haben hier noch Scheiben und wir nehmen einfach mal einen 64er mit. Und dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. So, hoppi, zacki, ab da. Und dann fahren wir mal noch eine Runde Minecart. Ja, automatisch weiterfahren weiß ich noch nicht. Vielleicht auch doch nochmal umbauen, wenn wir denn genügend Redstone übrig haben. Schauen wir einfach mal, wie viel wir da unten jetzt noch verballern, weil das ist ja auch gar nicht ganz so wenig. Es ist nicht so viel, wie ich angenommen hatte, aber es ist auch nicht ganz so wenig. Naja, wir werden sehen, ob wir damit hinkommen. So, die ganzen Halbstufen, die wir jetzt hier haben, die werden wir dann natürlich nochmal zurückwandeln. Die werden wir in der Form nicht alle brauchen. Einen Bahnhof müssen wir auf jeden Fall noch bauen. Zwei, um genau zu sein. Und da müssen wir dann mal gucken. Da werden wir dann sicherlich auch noch die ein oder andere Halbstufe für brauchen.
Also das steht auf jeden Fall schon mal fest. Habe ich denn die Workbench mit? Ja. Denn mir fällt gerade auf, mit unseren 4 Glasscheiben, da werden wir wahrscheinlich nicht allzu weit kommen. Oh. Und wenn ich das Glas falsch setze, dann erst recht nicht. So, bing, bing und bing, bing. Ja, wir werden hier schicke Doppeltüren einbauen. Glas. So. Bing und bing. Und bing und bing. So, Workbench. Puff. Und ja, machen wir da. Na, das sind auf jeden Fall zu wenig. 32. Na, machen wir mal 64. Und dann gucken wir mal einfach, wie weit wir damit kommen. So, zack. Workbench wieder weg. Dann gucken wir doch mal. Nur nicht falsch setzen. So viel Glas haben wir jetzt nicht. Also ich finde, das sieht doch schon mal recht gediegen aus, muss ich mal so sagen. Ja, doch, gefällt mir. So, klack. Da ist Scheibe Ende. Ja, dann müssen wir nochmal die Workbench aufstellen. Die stellen wir jetzt aber mal hier hin. Und dann, ja, blöd. 11. Ergibt leider nur 16. Ja, da werden wir gleich nochmal welche braten müssen. Aber... ich denke mal, so viele sind das gar nicht, die wir braten müssen. So, dann rennen wir mal hoch. Oben haben wir ja noch den schicken Ofen. Mal gucken, was der so sagt. Dürfen dann nur nicht vergessen, unsere Workbench wieder abzubauen und mitzunehmen. So, weil die werden wir dann natürlich bei den Schleusentüren auch noch brauchen. Wir müssen ja auch noch eine Menge Repeater und all sowas bauen. Gut, die Steine sind durch. Dann hauen wir doch hier einfach mal 32 Sand nochmal rein. Und dann fahren wir nochmal schnell. Hallo? Setz dich doch mal richtig rein. Kann ich da auch drauf drücken. So, und dann fahren wir nochmal schnell ins Lager und werfen da oben natürlich auch nochmal Steine rein. So, zack. Und hüpf raus und ab dafür. Ja, ein paar Pflastersteine werden wir noch dazu kriegen. Da müssen wir jetzt hier dann keine mehr mitnehmen. So, 1, 2 sollte reichen. Poff, poff. Yeah, Level 20, ole, ole. So, und nochmal Steine. Und das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Und dann packen wir hier nochmal alles voller Kohle. Ching. Und dann packen wir auch nochmal aus. So, das kommt nämlich dahin und den Rest, den können wir jetzt mitnehmen. Ja, das wollte ich auch schon lange bauen eigentlich da unten. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge ich das mal erwähnt hatte, dass mir das da unten überhaupt nicht gefallen hat. Auch diese Aufgänge, also diese Notbehelfstreppen, die gefallen mir halt auch nicht so wirklich. Also da bin ich immer noch auf der Suche nach irgendwie einer halbwegs vernünftigen Lösung. So, wie schaut's denn? 8 haben wir. Hm, ja, 13, das passt schon. Und dann machen wir hier nochmal Scheiben. Hallo? So, zack. Sollten das jetzt ein paar zu viel sein, dann ist das auch nicht weiter wild, denn wir brauchen sowieso noch Scheiben. Also da, die sind jetzt nicht zu viel produziert oder überproduziert. Da bin ich ja immer nicht so der Fan... Entschuldigung, da bin ich ja immer nicht so der Fan von Überproduktion. So, zack, 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 schön falsch gesetzt. Das war doch schon mal gar nicht so schlecht, ja. Da müssen wir jetzt erstmal reinlaufen und dann müssen wir die erstmal wieder weghacken. So, einmal und zweimal. So. Und dann können wir nämlich auch gleich sehen, ob Zombie-Pigments da sind. Und ja, ich finde auch, das wird dann nicht so verdeckt. Dass man jetzt nicht sagen könnte, ah, da sind jetzt keine Zombie-Pigments drin oder nicht drin. Und keine Ahnung, weiß ich nicht. So sieht man es jedenfalls gleich. Was wollte ich denn jetzt machen? Genau. Druckplatten. 1, 2, 3, 4. 4 Druckplatten. 1, 2, 3, 4. Ja, Folge schon wieder zu Ende, Mensch. Das ging ja zügig. Ich
Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ich war gerade so schön im Bauwahn. Ja, in der nächsten Folge, denke ich mal, da bauen wir dann hier weiter. Und dann bauen wir noch ein paar schicke Türen ein. Ich weiß noch nicht, ob Holz oder Metall. Schauen wir mal. Also macht's erstmal gut. Bis zum nächsten Mal.